Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute das erste Video. Heute stelle ich euch mal meinen Unimog vor. Das ist ein Unimog 406. Und bevor ich euch Details zu dem Ganzen erzähle, zeige ich euch den Bulldog mal in einem kleinen Video. Also dann noch ein paar kleine Details zu dem Ganzen. Das ist ein Unimog U406, Baumuster U84. Das ist genauso die Schnittgruppe zum U900. Der Unterschied zum U900 zeige ich euch nachher noch. Weil vom Baujahr her wäre es eigentlich schon ein U900, der ist Baujahr 1980. Also sozusagen einer von den letzten gebauten U406, das Ganze wurde ja bis 89 gebaut, wobei 89 glaube nur noch einer oder zwei vom Band gelaufen sind. Also es sind ja um die 60.000 Stück gebaut worden von dem U406. Und wie gesagt, der gehört zu den letztgebauten. Hat serienmäßig eigentlich 80 PS, 84 PS. Der Unimog ist 2020 komplett restauriert worden, von vorne bis hinten, in Zusammenarbeit mit der Firma Schuster aus Eretzried. Grüße gehen nochmal raus. Auch kleine Werbung, wer Teile braucht für Embedrax und Unimox, eine der besten Anlaufstellen. Die haben noch ein riesiges Lager mit Ersatzteilen, wo ziemlich viel da ist. Alles, was in dem auch verbaut worden ist, sind originale Mercedes-Benz Ersatzteile. Nichts ist vom Zubehör. So wie er jetzt hier steht, hat er ca. 100 PS. Der Motor ist gemacht worden. Ja, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen von näher an. Wie gesagt, der Unimog ist komplett zerlegt worden, bis auf den Rahmen runter. Ich kann auch noch ein paar Bilder auch nachher einblenden. Motor war draußen, Getriebe war draußen. In dem Zuge haben wir auch Doppelkupplung gleich komplett neu gemacht. Die ganzen Dichtringe, Simmerringe, alles mal erneuert. Kabinenfedern erneuert. Neue Druckluftkessel. Allgemein die kompletten Luftleitungen wurden alle erneuert. So kann man sagen, er verliert eigentlich fast keine Luft. Also theoretisch kann man einsteigen und losfahren, ohne dass er viel Luft pumpen muss. Das ist auch ziemlich selten. Große Schwachstelle bei dem Ganzen, dass er Luft verliert, ist immer der Einkreisleiter von der Druckluftbremse. Der ist hier abmontiert worden, hat nur noch die Zweikreis-Druckluftbremse. Hydraulik ist eigentlich fast alle Leitungen neu erneuert worden, vom Block weg. Einfach weil sie über die Jahre schon ziemlich porös waren. Gerade die Gummileitungen hier hinten, alles mitgemacht worden.
Auf dem Zuge ist auch noch eine kleine Besonderheit eingebaut worden. Hier ist ja original der Umschalthebel für das doppelwirkende Steuergerät, das auf den Kippzylinder geht, und einmal die Anschlüsse nach hinten. Haben wir hier einfach aus Handlichkeit eine Umlenkstange eingebaut, wo auf das Ganze geht. Somit kann man den Kipphebel ganz entspannt auch umlegen, wenn die Britsche oben unten ist. Das Ganze zeige ich euch mal. Man kann einfach hier ziehen und somit kann ich den ganz einfach umlegen. Das ist eine feine Sache. Eine Spielerei, ob man es braucht oder nicht, ist mal dahingestellt. Gut, ansonsten, was haben wir noch gemacht? Den Unimog habe ich 2017 gekauft. Damals war es noch günstig in Anführungszeichen. Da hat man sie noch zum erschwinglichen Preis bekommen, sage ich mal. Ich habe Glück gehabt, ich bin an einen älteren Herrn hingelaufen. Der Unimog kommt aus erster Hand, also ist bei mir jetzt in der zweiten Hand. Ich blende euch mal ein paar Bilder ein und ich glaube, ich habe sogar noch ein Video von der Abholung, wie er damals ausgeschaut hat. Er war in einem okay Zustand, Originalzustand. Die Kabine vorne, eine der größten Schwachstellen. Hier, es gammelt eigentlich immer weg. War schon einmal geschweißt. Nein, hat sich aber auch herausgestellt, dass es nicht gut geschweißt war. Man hat es nochmal einmal komplett rausgeflext und nochmal neu eingeschweißt. Von dem kann ich euch auch noch Bilder zeigen von der Kabine, wie sie restauriert worden ist. Der Rahmen war noch in einem sehr guten Zustand. Die Kipperbritsche ist nicht mehr die Originale. Die Originale hat einen Holzeinlegeboden. Der war dementsprechend schon leicht durchgegammelt. Die Spinne war eigentlich nur relativ gut. Ich wollte aber damals einfach keinen Holzeinlegeboden. Und was mir ziemlich wichtig war, ich wollte hier die Zurrösen, dass man einfach mal schnell einen Spanngurt anbringen kann, wenn man was drauf hat. Ist relativ praktisch. Ja. Wie gesagt, die Kipperbritsche ist neu. Die Bottwände sind immer nur die originalen. Waren in einem guten Zustand. Felgen alles noch original. Der Batteriekasten ist noch der originale. Und ansonsten, original hat er ab Werk auch eine Fronthydraulik gehabt. Die habe ich damals abgebaut und verkauft. Nein, vielleicht auch ein Fehler. Ist ziemlich das Geld wert, die Originale. Aber gut, ich habe gesagt, ich brauche sie eigentlich nie. Somit war sie für mich überflüssig und baut vorne eigentlich nur Platz auf. Die Fronthydraulik wird eigentlich nur an der Platte angeschraubt. Hier oben kommen Böcke drauf, wo der Zylinder läuft. Das ist einfach nur ein senkrechter Zylinder. Und hier kann ich quasi abstöpseln für die Leitungen, wo nach hinten gehen, und kann hier die Fronthydraulik anschließen. Was man vielleicht noch zeigen kann, wie gesagt, der Unimog ist komplett bei Mercedes auch schon mal gewesen mit der Fahrgestellnummer, um zu prüfen, wie er vom Werk gegangen ist. Der Unimog hat bis auf eine Kleinigkeit Vollausstattung ab Werk gehabt. Das einzige, was fehlt, ist hier unten drinnen. Gab es noch einen Kupplungsverstärker. Was der aber gehabt hat, Betonung auf hatte, war selten ab Werk, war hier eine pneumatisch lastschaltbare Zapfwellenkupplung. Die sitzt genau hier zwischendrin, ist jetzt durch den Lagerpock ausgetauscht worden. Das war eine pneumatische Lamellensperre. Die konnte man auf Knopfdruck in der Kabine an- und ausschalten, sprich die Kupplung zu- oder aufschalten, und somit konnte ich quasi die
hintere Zapfwelle einfach per Knopfdruck aus- und wieder anschalten. Als ich gekauft habe, war die Kupplung schon zu, weil da kommt schon das erste große Problem. Pneumatisch, sobald einmal ein bisschen Wasser drin ist im Luftkreislauf und das Wasser in die Lamellen reinkommt, dann rosten die zusammen, die gammeln zusammen. Die kriegt man auch nicht mehr auf. Ich habe es damals einmal dann reparieren lassen, vor der Restauration. Habe es dann auch nie wieder gebraucht. Und dann haben wir ihn zum Restaurieren gebracht und dann war die Sperre wieder zu. Und dann hat die Firma Schuster zu mir schon gesagt, Ersatzteile sehr, sehr schwierig, eigentlich gibt es gar nichts mehr. Dann haben wir gesagt, gut, dann schmeißen wir sie raus. Schade, ich brauche sie auch nicht mehr. Also ich hätte sie auch nie gebraucht. Und dann haben wir sie einfach durch eine Lagerbox, wie es bei die üblichen auch ist, ersetzt und somit ist ein Verschleißteil schon mal weniger. Ist schade, weil die Dinger sind echt schweineteuer, die sind aber ziemlich gesucht. Ich habe letztes Mal wieder eine gefunden, die ist für 1500 Euro in einem nicht gangbaren Zustand in eBay Kleinanzeigen weggegangen. Gut, was noch, was ich vielleicht gar nicht gesagt habe, Vollagrarstattung, was bedeutet Zapfwelle vorne hinten, Heckkraftheber vorne hinten eigentlich. Vorne fehlt er. Aber Vollagrar ist immer so Definitionssache bei Unimox, wenn ich da manchmal in eBay Kleinanzeigen nachschaue und da steht dann dran Vollagrar und der gerade mal Zapfwelle. Ja. Heckkraftheber ist immer ziemlich gefragt und selten beim Unimog und auch relativ teuer, wenn es denn ein Originaler sein sollte. Was ist hier hinten neu? Die Hubspindeln sind neu, die waren beim alten schon festgeschweißt. Es einfach eine Krankheit ist, die gammeln irgendwann fest und der Landwirt, der sie braucht, der stellt sie dann auf alle Höhe ein und schweißt sie einfach fest, dann muss es nie wieder verstellen. Die sind einmal neu kommen. Das Zapfwellengetriebe, die sogenannte Banane, die ist immer noch original. Sieht man auch nur leichte Gebrauchsspuren, da wird nichts gemacht und auch nichts lackiert, das ist einfach sandgestrahlt worden. Rockinger Zugmaul hinten dran. Wer es nicht weiß, für einen Oberlenker beim Unimog muss man das Anhängemaul einmal umdrehen und dann kann man hier oben den Oberlenker befestigen. Ansonsten haben wir da noch den doppelwirkenden Anschluss für hinten einmal Steuergerät und daneben ist der drucklose Rücklauf. Da muss ich wieder Staubkappen drauf machen, die habe ich verloren. Ansonsten, wie gesagt, Zweikreis Druckluftbremse. Was gibt es sonst noch? Die komplette Elektrik von dem Unimog ist einmal neu gemacht worden. Ist ganz einfach. Der Unimog ist jetzt 42 Jahre alt, Baujahr 1980. Die ganzen Kabel waren einfach schon porös, egal wo den Anklangtasche oder wo das Kabel einmal abmachen wolltest. Hast du es schon in der Hand gehabt und ist zerbröselt. Also haben wir damals gesagt, machen wir einmal komplett neu. Dann haben wir wieder Ruhe. Ansonsten die Beschichtung unten ist wieder komplett neu, die Spritzschutzbeschichtung an der Kabine. Was haben wir noch? Alle Lampen sind einmal komplett neu gemacht worden. Die waren einfach schon komplett ausgeblichen. Was ist noch? Der Unimog hat ab Werk einen Hardtop gehabt. War eigentlich auch ganz praktisch, gerade wenn es regnet, hat man keinen Stress gehabt. Ich wollte aber damals immer schon ein Klappverdeck haben, fand ich einfach schöner. Und Firma Schuster hat noch ein originales von Mercedes bei sich gehabt, komplett mit Gestänge. Und dann haben wir damals gesagt, dann machen wir einen Tausch. Die haben meinen Hardtop genommen und ich habe dann das Klappverdeck genommen. Ich finde es einfach schöner und ist auch gerade, wenn man mal im Sommer fahren will und wirklich Cabrio fahren will, ist es einfach schneller runden, das Hardtop. Braucht man immer zwei Leute, um das runter zum Lupfen, ist ein bisschen umständlicher. Ansonsten innen drin leider nicht sauber gemacht. Einmal für mich zur Beschriftung. Einfach die Steuergeräte, wo was hingehört, ist einfacher. Wie
gesagt, die Unimog hat Vollausstattung, hat das ganz große Getriebe drinnen, hat schon die pneumatische Allradsperre und Differentialsperre. Also sprich, einmal umdrehen ist Allrad, nochmal umdrehen ist Differential. Komplett gesperrt. Was noch fehlt, sind die Fußmatten. Bei denen habe ich jetzt lang gesucht, dass ich da noch Originale irgendwo finde. Ist ziemlich schwierig. Habe jetzt aber welche gefunden, die werden in nächster Zeit dann auch noch neu kommen. Heizung hier. Alles funktionstüchtig, alles geht soweit. Der Unimog hat jetzt 104, ja sagen 105.000 Kilometer drauf. Läuft wirklich gut, gibt's gar nichts und steht auch wirklich sauber da. Ansonsten, er hat oben nur die zwei Top-Beleuchtungen. Die kann man nicht einfach anschalten, da muss man hier drinnen Motorhaube aufmachen und dann ist ein Stecker, wo man quasi von der unteren auf die oberen umstecken kann und dann leuchten die oberen. Hat den großen Zyklon. Ansonsten, was gibt es noch alles zum Sagen? Kann man Britsche mal runterlassen. Einfach Schwimmstellung. Schon senkt sich das Ganze. Was für mich ein Muss ist bei den Unimox, sind die Radmotorblenden mit dem Stern innen drin. Macht einfach wirklich vom Bild her nochmal was her. Bereifung hat er auch neue drauf, sind Mitas AC70C. Finde ich einen sehr guten Kompromiss, was Straße und Acker angeht. Ich glaube, auf der Straße gibt es noch besseres, wenn man ein Mischprofil nimmt. Aber da ging es mir einfach ein bisschen um die Optik. Ansonsten, was haben wir noch? Der Unimog ist in Gebrauch. Der steht nicht nur rum. Sieht man auch, hat dann doch schon die eine oder andere Stramme wieder drin, Gebrauchsspuren. Ist auch der Tod für so einen Unimog, wenn die wirklich rumstehen. Dann fangen sie überall an, Öl zum Lecken. Und dann kann er gleich wieder in die Werkstatt. Also wenn ein Unimog wirklich steht, das ist sein Tod, da stirbt er. Gerade die alten Bulldogs, die müssen einfach in Bewegung bleiben, die müssen laufen. Ansonsten ist für dieses Ende. Gut, was haben wir noch? Der Tank ist immer noch der Originale. Wurde nur Sand gestrahlt oder eher Glasperlen gestrahlt. Ist beim Unimog immer ein bisschen das Bessere. Gerade auch was Kabine angeht. Weil hier hinten einfach das Blech wirklich sehr dünn ist und da kann es einfach sein, wenn man die Kabine sandstrahlt, dass sie das Ganze verzieht. Also da passt es wirklich auf, wenn ihr das Ganze mal macht, lasst es lieber Glasperlen strahlen. Ist ein bisschen weniger Temperatur drinnen. Ja, ansonsten, innen ist er leider nicht sauber. Beifahrersitz ist einmal komplett neu bepolstert worden, beledert worden. Die Abdeckung in der Mitte ist einmal neu. Die Motorabdeckung ist immer noch die originale. Da wollte ich keine neue. Ist einfach irgendwie ein bisschen nostalgisch, nur mit den Aufkleber oben drauf. Ansonsten, Kabine war eigentlich in einem relativ guten Zustand. Ich habe damals auch ein bisschen mit mir gehadert, ob man wirklich restaurieren sollen, weil der originale Unimog ist dann doch etwas selten. Gerade in einem einigermaßen guten Zustand, nachdem er auch noch aus erster Hand war. Aber ich wollte ihn einfach einmal konservieren und einmal wirklich auf den Stand wiederholen, wo er einfach die nächsten 40 Jahre auch noch weiterleben kann. Ja, das war's dann eigentlich schon zu dem Ganzen. Wie gesagt, ich blende euch noch ein paar Bilder vielleicht ein von der Restauration. Ich meine, dass ich noch ein Video habe und ein paar Bilder habe, als wir damals abgeholt haben, wie er da wirklich ausgeschaut hat. Und dann würde ich sagen, fahren wir im nächsten Video dann mal. Dann zeige ich euch mal, wie man mit einem Unimog fährt, was für Besonderheiten gibt, wie man die ganzen Gänge schaltet,
wie die Hydraulik funktioniert, wie die Zapfwellen funktionieren. Einfach mal alles erklären. Dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Abonniert den Kanal. Da kommt in nächster Zeit noch ein bisschen mehr und das ist nicht der letzte Bulldog bei uns auf dem Hof. Da sind noch ein paar Schmankerl da. Also macht's es gut.